Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr Lieben, heute ist was für ein Tag. Wir haben Samstag, Wochenende. Und ich würde ganz gerne gleich ein bisschen losfahren. Hoffe, dass das Auto durchhält, beziehungsweise dass er mir dann auch mal anspringt. Und ich habe gedacht, bevor das Auto jetzt nächste Woche wieder in die Reparatur geht, beziehungsweise erstmal abgeholt wird, weiß ich nicht, ob wir das wiederkriegen. Und für längere Strecken bräuchte ich schon irgendwie ein Auto. Also, Ash und ich fahren gleich einmal. Ich muss kurz zu Ikea. Da würde ich ganz gerne Handtücher holen. Wenigstens so 4 Handtücher nochmal dazu oder 5 vielleicht von den beigen, die ich da hatte. Und danach in City Park, Ash bräuchte irgendwie eine Winterjacke und er will noch irgendeine bestimmte Jeans haben. Also eine, die so recht gerade geschnitten ist und ein bisschen weiter ist. So, er hat jetzt ja schon vor kurzem Adrians Hose angezogen und sagte, genau die Hose bräuchte er irgendwie auch, aber die ist halt zu lang. Irgendwie ist es wohl in. Habe mich schon gewundert, weil Max und Chrissy, die haben auch solche Hosen an. Und dachte ich, na gut, dann. Also ich persönlich finde es nicht so hübsch, ehrlich gesagt, aber nun gut, die Mode kommt ja wieder, weil irgendwann mal waren diese Hosen ja in, genauso wie die Schlaghosen, die ich früher anhatte. Das war auch total in, aber wie gesagt, ich mag das jetzt nicht unbedingt wieder. Und na gut, ihr Hübschen, also ich mache sich jetzt fertig, ich muss mich noch anziehen und dann düsen wir auch schon los. Ich hoffe, dass das nicht allzu voll ist, aber heute ist Samstag, also ist ein bisschen unrealistisch, was ich gerade gesagt habe, ne? Aber wir schauen mal, wie das da so ist. Wir sind jetzt hier vor Ikea, Leute. Und ich habe gedacht, so, ich dachte schon, wir finden hier keinen Parkplatz. Hier ist alles voll. Und ich bräuchte nicht nur Handtücher. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Ich fragt, ob ich ihm gerade gleich einen Hotdog mitbringen kann. Also, ich brauche nur Handtücher. Ich flitze jetzt schnell rein. Und genau, dann geht es weiter nachher in City Park. Ich habe hier schon mal die beiden Decken mitgenommen für 2,50 Euro. War vor Ort. Und hier sind diese Handtücher und davon nehme ich für 7,90 € nehme ich dann 4 Stück. 32 Euro, ne? Aber nun gut, ich brauche die halt. So, nun habe ich alles, jetzt geht's zur Kasse. Ich bin jetzt raus, das ist da echt voll. Aber es ging doch, ne? Es ist 10 vor 11, oder? Für Ash gab es keinen Hotdog ab 11 erst, also habe ich jetzt eine Waffel mitgenommen, zeig mal. Lecker, ne? Waffel und einmal ein Getränk. Na gut, also jetzt geht's einfach in City Park weiter. Ich habe wie gesagt nur 2 Decken und die Handtücher gekauft. Wir haben Parkplatz gefunden. Aber ich muss sagen, hier ist es noch relativ gut. Also hier kann man sogar Parkplätze bekommen noch. Ich hoffe, dass innen drin halt nicht allzu voll ist. Aber guck mal, das geht. Also hier sind überall mal Parklücken. Auf jeden Fall. Wir wollen jetzt einmal zu H&M, ne? Doch? Ja. Ja? Erst will zu McDonald's. Als erstes sagt er was essen. Schaut euch mal das Frühstück von meinem Kind an. Es gibt Chicken Nuggets und Cheeseburger. Doppel Cheeseburger oder? Cheeseburger, ja. Normal Cheeseburger? Ja. Also, guten Appetit um 11 Uhr, ja. Guten, schmeckt's? Ja. Ah, hier sind auch Hosen. Ja, sowas suchst du dann, aber es ist nicht unbedingt deine Größe, ne? Die ist ein bisschen zu groß. Ja, ja, deine Größe brauchst du jetzt. Die sieht ganz cool aus, oder? Nein? Wir sind bei H&M raus, Leute. Das ist hier so voll. Jetzt gehen wir mal ganz kurz zu Wintersport und gucken, ob wir da irgendeine Jacke für Ash finden. Er hat sich eine Hose gekauft, ich habe mir ein paar Pullis gekauft. 2, 3, so? 2. Auf jeden Fall geht es einmal kurz zu Wintersport. Hier gibt es sogar solche warmen Nike-Handschuhe. Ash hat ja solche und wir haben sogar warme gefunden. So, wir gucken ein bisschen weiter. So, wir haben hier eine Jacke schon mal gefunden. Nike. Ash ist zum Auto. Ist überhaupt nichts für ihn hier alles. Ne? Er sagt, er ist nicht in der Stimmung gerade. Auf jeden Fall gehe ich einmal ganz kurz zu diesem dänischen Laden. Ich brauche nämlich diese braunen Sprühflaschen. Die haben auch hier schon die ganzen Weihnachtssachen. Guck mal. Wow. Sieht hübsch aus.
Wir sind so kaputt jetzt im Auto. Er hat sich schon vorher ins Auto begeben, ne? Ja. Ich war noch mal ganz kurz in diesem dänischen Laden, habe ich euch schon gezeigt, ne? Diese Flaschen hätte ich gerne eigentlich einen Tick kleiner gehabt, aber gibt's da nicht. Also es gab die nur in groß. Das heißt, ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach nach Hause, weil hier ist alles so voll. Ja. Und man ist langsam so genervt. Ja, trinken wird Esche noch. Und jedenfalls geht's jetzt nach Hause. Also Samstag sollte man lieber nicht in solche Plätze oder auf solche Plätze fahren. In solche, auf jeden Fall in solche Einkaufszentren. Das ist einfach zu voll. Ich bin zu Hause, ihr Lieben. Es ist jetzt 14 Uhr. Ich hatte zwischendurch Esch zu Hause rausgelassen, weil ich noch Lebensmittel einkaufen musste, weil wir das Auto nächste Woche abgeben wieder. Ich weiß ja nicht, ob wir das nächste Woche wieder kriegen. Kein Plan. Und bin nochmal losgefahren, habe ein paar Lebensmittel eingekauft und also überwiegend eigentlich Gemüse. Dann war ich nochmal bei DM. Auf jeden Fall zeige ich dir mal in Ruhe, was ich geholt habe. Ich war übrigens in diesem dänischen Laden, der ist so wunderschön. Die haben total schöne auch Weihnachtsdeko, aber wie gesagt, ich habe da nichts gekauft. Ich hatte jetzt nur halt was für die Küche besorgt und für meine Reinigungsmittel. Eigentlich wollte ich gerne für die selbstgemachten Reinigungsmittel kleinere Flaschen haben, das kommt mir so groß vor, aber nun gut, jetzt habe ich 3 Stück mitgenommen, grün und 2-mal so bräunlich. Dann so eine Abwaschschüssel, weil wir zwischendurch auch mal abwaschen, fand ich ganz hübsch. Als auch so eine Abtropfmatte gab es da, habe ich mitgenommen, weil mein Schuki suchte mal sowas. Dann so ein paar Küchenutensilien, und zwar einmal sowas, Schneebesen, Kochlöffel, das Holz. Und diese hier brauchte ich unbedingt. Die von Ikea sind bei mir hier geschmolzen, weil ich die halt auf die heiße Pfanne mal oder auf der heißen Pfanne mal liegen lassen habe. Dementsprechend war da halt ein Loch. So, genau, die Decken habe ich euch gezeigt von Ikea. Dann hatte ich euch auch die Handtücher jetzt, die muss ich noch waschen. Bei DM hatte ich einmal diesen Nagelstift mitgenommen und Marmelade. Ich kam heute nicht in den Bioladen, deswegen gibt es jetzt diese Alternative hier. Es sind hier 24 Gramm Zucker, also ich, genau 24 Gramm statt über 40 Gramm normal. Ich hoffe hier auch. Ja, 23 Gramm. Also bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Also ist, denke mal, nicht so süß. Und dann steht hier natürlich mein ganzer Einkauf. Muss ich nochmal auspacken und euch nochmal zeigen. Und voilà. Also, ich hatte mir gedacht, ich nehme einfach mal Brottaschen, also solche Pita-Taschen mit, 2 Packungen. Die halten relativ lange, falls wir irgendwie spontan wieder mal beschließen, Dönertaschen zu essen. Die sind immer ganz gut. Da habe ich Schmand mitgenommen, Weintrauben, ein paar Tomaten, Radieschen, unter anderem Quark natürlich fehlt. Eigentlich ist es immer, also wir essen unheimlich viel Quark. Blätterteig, Paprika, dann haben wir hier Käse. Frischkäse, Orangen, da hatte ich voll Hunger hier drauf, Leute. Das ist, wenn man mit Hunger einkaufen geht, ne? Ich hatte heute nur gefrühstückt. Der schmeckt mir am besten, beziehungsweise eigentlich auch von Aldi, der normale Milchreis, ne? Aldi Milchreis, nicht Müller Milchreis. Weiß nicht, schmeckt irgendwie besser. Dann hatte ich so einen feinigen Frischkäse nochmal mitgenommen. Buttermilch, hier sind also eigentlich eher Milchprodukte. Dann haben wir hier die Schupfnudeln auch für Notfall, falls ich irgendwas zubereiten muss. Und Spätzle, die mochte er total gerne letztes Mal. Also hat er mir schon für normal holen. Habe ich jetzt gemacht und einmal einen Salat. Und so sieht der Einkauf von H&M aus. Und zwar hatte ich mir 2 Pullis mitgenommen. Einmal so diesen in beige. So einen hatte ich schon mal. Beziehungsweise jetzt bei mir jetzt im Moment halt ein bisschen älter schon. Und ich wollte mal was Frisches haben. Und den anderen kann ich auch für draußen halt eben anziehen, wenn ich irgendwie draußen was mache. Weil er wirklich sehr, sehr schön warm ist. Und dann hatte ich so einen mitgenommen. Wollte den eigentlich so in etwas helleren beige haben, aber gab es nicht. Also gab es halt eben so einen. Ein paar Socken, diese warme Socken. Ich habe teilweise richtig kalte Füße irgendwie. Gut, ich habe jetzt meine Hauspuschen, aber wie gesagt, die finde ich auch ganz schön. Ersch hat sich ja diese Jeans hier ausgesucht. Er hat die dann nicht anprobieren wollen, ne? Ich hoffe, dass die, also die ist natürlich zu groß, ne? Aber er sagte, die ist perfekt. Nun gut, werden wir sehen, wann er die angezogen hat. Bei Intersport hat er sich nochmal die Socken ausgesucht. Also einmal diese hier und Handschuhe. Nike-Handschuhe, die halt wärmer sind. So, ansonsten, eigentlich braucht er ja eine Winterjacke, aber wir haben da nichts gefunden. Er hatte die von Nike angehabt, die fand ich total hübsch, aber echt nicht, ne? Eigentlich im Grunde wäre das die gleiche, die auch Max hat. Hat aber auch wieder 170 Euro gekostet oder so. Finde ich echt irgendwie teuer, ne? Wenn man bedenkt vor allem, dass er vielleicht dieses und nächstes Jahr die mal trägt. Also auf jeden Fall hat er gesagt, nee, er war nachher wirklich gepestet, ne, weil es überall so voll war und shoppen gehen,
ist nicht so seins. Zumindest nicht mit mir wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, vielleicht, wenn er mit Kumpels loszieht, dann glaube ich, vielleicht ist es ein bisschen einfacher oder so. Und ich dann, guck doch mal hier und guck doch mal da. Was ist mit der Hose? Was ist mit der? Er hat ja schon gesagt, ich will gar keine Hose. Ich so, warum bist du denn mitgekommen? Eigentlich braucht er halt eben, er wollte unbedingt so eine Hose haben, die so ein bisschen weiter geschnitten ist. Und naja, jetzt ist er mit dem Kumpel unterwegs. Ja, meine Hübschen, also bei uns ist jetzt hier Feierabend, ne? Es ist Feierabend, ich beende jetzt das Video mal, aber ich muss unbedingt gleich eins schneiden. Es wird heute nicht mehr allzu viel passieren, ich weiß nicht, ob ich nachher noch ein paar Bretter anmale. Ach ja, bei Bauhaus waren nämlich auch nach unserem Einkauf. Da habe ich für Adrian 5 Bretter mitgenommen, 2 von solchen Leisten und Silikon brauchte er. Auf jeden Fall, wie gesagt, würde ich ganz gerne das Video jetzt hier beenden. Gleich gibt es erstmal was zu essen bei uns. Adam wollte gerne Rotkohl essen. Und ich mache, wie gesagt, gleich Essen und unbedingt ein Video schneiden muss ich noch. Ansonsten hoffe ich, dass euch unser Video hier gefallen hat. Passt auf euch auf und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.